Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Heute geht es um meine aufgebrauchten Produkte und es sind wieder ein paar geworden. Und ja, ich würde sagen, wir fangen gleich an mit dem Video. Fangen wir einmal an mit einem Standardprodukt und zwar die Isana Butterpads. Habe ich hier aufgebraucht, brauche ich glaube ich nichts mehr zu sagen, hole ich mir immer wieder nach und habe ich mir auch schon nachgekauft. Genauso ein Standardprodukt, oder was heißt Standardprodukt? Das Produkt, was für meine Augen einfach am besten funktioniert, habe ich mir auch schon wieder nachgekauft. Das seht ihr in meinem nächsten Haul-Video. Finde ich einfach das Beste für sensible Augen. Dann habe ich einmal aufgebraucht hier von Adidas das Frizzy Energy Parfüm Deo. Das habe ich gefühlt schon eine Ewigkeit bei mir stehen gehabt. Und also es ist halt so ein... Ja, nach dem Sport ist es ganz angenehm, es ist sehr fruchtig, es hat so einen gewissen frischen Kick und ja, bin aber froh, dass es jetzt leer ist. Dann habe ich noch ein Deo hier aufgebraucht und zwar von Far, das Glamorous Moments. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, das habe ich mir letztes Jahr mal gekauft. Und das hat halt so einen... Ja, steht hier auch drauf, edler Duft, also es ist ein bisschen schwerer, riecht aber sehr lecker, also es ist ein richtig toller Duft. Und ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, es nachzukaufen. Das Einzigste, also die Deo-Wirkung an sich finde ich nicht gut, gar nicht gut, aber der Duft ist gut, also der ist richtig gut. Ja, dann habe ich hier einmal aufgebracht von Urban Decay, das All-Nighter Setting Spray, das ist ja noch die alte Verpackung und auch die kleinere von den, gibt ja immer die 30ml und die größere. Genau, da habe ich mir auch schon eins nachgekauft. Ich verlinke euch den Haul dazu hier oben in der Infobox, den könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, wenn ihr möchtet, wenn ihr noch nicht gesehen habt. Und ja, ich finde das Fixing Spray von Urban Decay echt super, aber wenn ich das mittlerweile vergleiche mit dem MAC Fix Plus, finde ich den Geruch einfach nicht gut. Also es riecht einfach nicht so gut. Also das MAC Fix Plus riecht richtig gut und das riecht einfach nicht gut. Aber es wirkt halt und das ist das Wichtigste. Genau. Kommen wir mal was zu gut duftendem. Und zwar habe ich hier von Betty Barclay das Pure Pastel Lemon Duschgel aufgebraucht. Und das hat auch echt lange gehalten. Es sind 75ml drin gewesen. Duftet. Also ich glaube, es gibt ja auch ein Parfüm davon. Das hat ein richtig leckerer Sommerduft und der bleibt halt auch richtig lange auf der Haut. Also wer so parfümierte Duschgels mag und halt auch gerne möchte, dass der Duft lange auf der Haut bleibt, der sollte sich hier mal die Parfüm-Duschgele anschauen. Das riecht halt echt lecker. Also fruchtig, frisch, also typisch Sommer. Dann habe ich wieder einmal aufgebraucht von Essence den Nail Polish Remover mit pflegendem Öl und zwar nach Strawberry und Passion Fruit Fragrance riecht es auch. Und ja, mag ich sehr, sehr gerne, trocknet die Nägel nicht aus, finde ich echt super. Dann habe ich hier einmal von Essence das Stay All Day Translucent Powder aufgebraucht. Fand ich auch sehr gut, habe ich auch noch eins in der Schublade liegen, was aktuell in Verwendung ist. Ja. Dann habe ich hier einmal aufgebraucht von Maybelline, Jade, die Colossal Volume Express Mascara. Das war jetzt ein schwieriges Wort. Und zwar hat die hier so dichte Borsten, macht sehr, sehr schöne Wimpern, fächert die Wimpern sehr, sehr schön auf, hält den ganzen Tag, ist glaube ich nicht wasserfest, aber hält echt super. Und kann ich nur weiterempfehlen. Also ich könnte mir auch vorstellen, die nochmal nachzukaufen. Aber ich habe momentan genügend andere Mascara noch in der Schublade. Deswegen hole ich mir momentan keine. Und dann habe ich hier auch mal eine Probe aufgebraucht. Ich weiß gar nicht, ob ihr das erkennen könnt. Und zwar ist es von Black Opium. Die Floral Shock. Das Parfüm. Und schauen wir mal, ob da noch was rauskommt. Nein, leider nicht. Also es riecht nach Black Opium. Aber nicht ganz so schwer, finde ich. Und vor allem so ein bisschen blumig. Also auch für den Sommer oder für jemanden, der nicht ganz so schwere Düfte mag, finde ich den echt super. Also kann ich euch mal empfehlen. Geht mal in Douglas und riecht mal dran. Also ich finde den richtig gut. Und vielleicht hole ich mir den auch noch.
Dann habe ich hier einmal aufgebracht von Balea die Feuchtigkeitsmaske. Also der Geruch war, das riecht man noch was, sehr angenehm. Ja. Das Einzige, was ich irgendwie nicht so toll finde, ist, dass die Haut danach echt klebt. Also hier steht ja auch drauf, nach der Reinigung großzügig und gleichmäßig im Gesicht auftragen, Augen- und Mundpartie aussparen, 10 bis 15 Minuten einwirken lassen, Reste der Maske mit einem weichen Kosmetik abnehmen und den Rest sanft einmassieren. Ja, wenn man sanft, also ich mache das ja meistens abends und es klebt. Also man hat es halt hier überall kleben und es fühlt sich halt richtig unangenehm an. Also es zieht auch nicht richtig ein in die Haut und ja. Deswegen werde ich mir die, glaube ich, nicht nochmal nachholen. Dann habe ich hier ein Haushaltsprodukt, was ich euch gerne mal zeigen möchte. Und zwar hier von Denkmit. Die blauen Allzwecktücher. Und zwar ist das die pure Frische. Und die habe ich hier auch immer bei meinem Schminktisch liegen, weil ich dann einfach schön schnell drüber gehen kann. Und ich finde halt den Duft auch mega gut und mag die halt echt gerne. Dann habe ich hier diese Spülung von Schwarzkopf aufgebraucht. Die ist ja passend zu der Haarfarbe, die ich bekommen hatte. Und ja, also die Spülung fand ich sehr gut. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob jetzt die Farbe deswegen länger gehalten hat oder nicht. Aber an sich macht sie sehr einen guten Job. Die Haare fühlen sich gepflegt an, sie fühlen sich weich an, sie schauen gut aus und ja. Kann man eigentlich nichts zu sagen, wie gesagt, und der Duft ist halt so, schwer zu, also, Duft kann ich schwer beschreiben, aber es riecht sehr angenehm und er bleibt auch halt lange in den Haaren, aber jetzt nicht negativ, also es ist halt einfach so ein angenehmer, guter Duft, der halt richtig schön riecht. Dann habe ich einmal aufgebraucht diesen Nivea Augen-Make-up-Entferner. Den fand ich am Anfang richtig klasse. Aber nach ein paar Wochen hat es angefangen, dass meine Augen wieder brennen. Er ist zwar auch für die sensible Augenpartie. Und ich glaube, ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob ich den in dem Favoritenvideo auch gezeigt hatte. Wie gesagt, ich fand den echt super. Aber es ist leider ins Negative umgeschlagen. Also er nimmt das Augen-Make-up echt super runter. Also da kann man nichts sagen. Aber ich vertrage es einfach nicht. Also ich habe mich jetzt auch durchgequält und habe es halt aufgebraucht. Und ja, schade eigentlich. Ich fand es wirklich gut. Aber meine Augen machen das einfach nicht mit. Dann habe ich einmal hier diese Packen aufgebraucht. Diese Beauty-Effects Augen-Gel-Pads. Ich habe es gelegentlich mal verwendet, an wirklichen Unterschied habe ich jetzt nicht so 100% bemerkt. Also es hat diesen Kühleffekt drin und wenn man so dickere Augen hat, nimmt es die Schwellung auch ein bisschen weg. Fand ich von daher nicht schlecht, aber es ist jetzt nicht so, dass ich es unbedingt brauche oder verwende. Also deswegen werde ich mir das nicht nochmal nachholen. Dann habe ich hier von Essence diese Mascara, die Volume Stylist Mascara Lash Extensions, aufgebraucht. Die sieht so aus. Also die ist halt wirklich leer oder beziehungsweise eingetrocknet. Die hat sehr schöne Wimpern gemacht. Also da für einen kleinen Girlbottle finde ich die echt klasse. Also die hat wirklich sehr, sehr schöne Wimpern gemacht und lange Wimpern und richtig schön nach oben gebogen. Und also die werde ich mir auf jeden Fall nochmal nachholen. Das halte ich euch aber nicht näher in die Kamera. Schaut oben ein bisschen irr aus. Und zwar ist das das Rasiergel von Balea, das Shooty Dream mit Kirsche und Aprikose. Das roch sehr angenehm, sehr lecker, sehr fruchtig, hat seinen Job getan, hat alles perfekt für die Frisur vorbereitet. Deswegen Balea Rasierschaum oder dieses Rasiergel hole ich mir eigentlich immer wieder nach. Dann auch einmal aufgebraucht hier von Garnier, das Skin Active mit Zellenreinigungswasser All-in-One für Mischhaut und empfindliche Haut. Mag ich auch sehr, sehr gerne, nimmt das Make-up auch nochmal schön runter, reizt die Haut nicht, trocknet die Haut nicht aus und
Man kann auch über die Augen und das Gesicht gehen, Gesicht sowieso, über die Lippen gehen. Also es nimmt wirklich alles super runter und ja, mag ich sehr gerne. Dann habe ich noch eine Spülung hier aufgebracht und zwar aus der Wahr und Schätze Reihe. Die beruhigende Spülung mit Reiscreme und sanfte Hafermilch ohne Parabene. Ja, die Verpackung mag ich echt überhaupt nicht, weil der Rest hier unten kommt einfach nicht raus. Man muss das Ding aufschneiden, damit man an den Rest rankommt. Und es ist echt noch eine Menge, der hier unten drin bleibt. Und das finde ich halt echt blöd. Für meine Haare war es auch nicht wirklich das Richtige. Also sie fühlten sich dann auch nicht besonders geschmeidig, weich und gepflegt an. Deswegen hole ich mir das hier nicht nochmal nach. Dann habe ich einmal aufgebraucht hier von Berlea die Dusche und Ölperlen für eine geschmeidige, intensiv gepflegte Haut mit Pfirsichduft. Und es duftet nach Eistee. Also richtig lecker nach Eistee, also richtig klasse. Und ja, das werde ich mir, glaube ich, auch nochmal nachholen. Ich habe es jetzt letztens nur nicht stehen sehen. Ich hoffe, es gibt es noch. Mal schauen. Dann habe ich einmal aufgebaut von Got2Be, von Schwarzkopf, das Too Sexy Big Volume Haarspray, was nach Himbeer duftet. Finde ich auch mega klasse und kommt auch immer wieder mit, weil ich mag es echt gerne. Dann habe ich eine Einhorndusche hier aufgebraucht, diese Regenbogendusche. Also die Verpackung ist mega niedlich. Der Duft erinnert mich an den Marshmallow Heaven von Tretty Moon, den ich einfach nicht mag. Und ja, es ist halt nicht so mein Duft, aber es ist jetzt auch nicht schlecht. Und ja, ich habe ja noch eins hier hinten stehen. Da hinten stehen ja noch die zwei Einhornduschgele. Und ja. Aber die bleiben erstmal stehen, weil ich finde die einfach süß und eins habe ich jetzt aufgebraucht und es ist ja noch mehr Einhorn-Nachschub nachgekommen. Ja, dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt und zwar habe ich hier von Suella diese Barf-Latte aufgebraucht und das riecht halt echt lecker. Also, oh mein Gott, wie kann etwas so gut riechen? Total angenehm, total super. Mag ich richtig, richtig gerne. Und kommt auch demnächst wieder in meinen Einkaufskorb. Ja, ihr Lieben, das war es auch schon mit meinen Produkten, die ich für den Monat Juni aufgebraucht habe. Wieder eine ganze Menge, wie ich finde. Und schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, was euer letztes Produkt war, was ihr aufgebraucht habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Und vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.